Am anderen Morgen schien die Sonne nicht. Der Himmel war gar voller Wolken, und der Wind fegte im Wald und auf der Wiese herum, so dass kein Schmetterling und keine Biene sich heraustraute. Selbst die Vögel blieben scheu in ihren Nestern. Die dicksten Bäume bog der Wind um und zerzauste sie, dass sie kaum mehr wussten, wohin sie sich wenden. Die Sträucher und Blumen auf der Wiese duckten sich, ganz still unten, ließen den Wind über sich herwehen und warteten auf bessere Zeiten. Aber Kräuterchen Eigensinn, das duckte sich nicht. Es wollte mit dem Winde spielen und meinte, es sei so stark wie er und brauche sich weder zu biegen noch zu neigen. Was kümmerte sich aber der Wind um seinen schwachen Widerstand? Er fegte unerbittlich darüber hin und her, und bald lagen die meisten Blüten alle an der Erde. Die grünen Blätterchen flatterten wild umher, und der Nachbarin, dem guten Röschen, war ganz Angst und Bange. »Kräuterchen Eigensinn«, rief es warnend, »lasse deine Zweige niederhängen. Der Wind zerreißt dich sonst in 1000 Stücke.« »Ich will mit dem Wind spielen. Ich darf es tun.« »Du hast es mir nicht zu verwehren«, antwortete Kräuterchen Eigensinn und trieb es nur noch toller. Aber was geschah? Nach einer halben Stunde war das Kräuterchen Eigensinn kein grüner Strauch mehr, sondern ein hässliches, kahles Reis, das aussah, als ob die Raupen es abgefressen hätten. Nur ganz unten hingen noch ein paar kleine Blättchen an dünnen Fäden und schaukelten sich hin und her. Nun war es mit dem Kräuterchen Eigensinn aus. Kein Bienchen sah es mehr an. Niemand fiel es ein, sich ein Zweiglein zum Strauße zu pflücken, und die Vögel flogen alle vorüber, als ob es gar nicht auf dieser Welt wäre. Es konnte nicht einmal mehr sagen, »Ich will nicht, ich mag nicht«, denn keine Seele wollte etwas von ihm. So verging der Sommer, und der Herbst kam, wo der Nikolaus auszieht, um sich Reise für seine Ruten zu holen. Er hatte manchmal von der Bollsteiner Höhe herabgesehen, wie es das Kräuterchen Eigensinn trieb, und jedes Mal gedacht, »Na, warte nur, weil du zu allem Nein sagst, sollst du mir noch die kleinen Leute Ja sagen lehren.« Als er nun mit seinem Krauchen über die Wiese zog, sah er schon von Weitem das dürre Reis und rief vergnügt, »Ha, das wird eine schöne, schlanke Gerte geben. Die will ich nun zu Ruten binden. Und da wird mein Kräuterchen Eigensinn den Kindern bald den Eigensinn aus den kleinen Trotzköpfchen treiben.« Gesagt, getan. Er schnitt die Gerte ab, lud sie dem Esel auf und sagte daheim zum Christkind, »An den Ruten da machst du mir nichts. Die binde ich einfach mit Schnur zusammen. Die sind für den Ernst und nicht für den Spaß.« Wo nun ein unartig Kind ist, das bei allen sagt, »Ich will nicht, ich mag nicht«, dem bringt der Nikolaus eine Rute von Kräuterchen Eigensinn. Und das tanzt mit ihm dann so lange auf dem Rücken herum, bis der nie mehr sagt, »Ich tu's nicht.« Lieber Georg und liebes Mathildchen, nehmt euch darin nur sehr in Acht, dass euch der Nikolaus nicht auch eine Rute vom Kräuterchen Eigensinn bringt. »Ich will gar nicht mehr eigensinnig sein«, sagte der Georg, und Mathildchen küsste die Tante und rief, »Nicht wahr? Ich bin lieb.« Das war die Geschichte vom Kräuterchen Eigensinn von Luise Büchner.